Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und wir starten ein neues Projekt, und zwar das Soulwitch Project. Was soll ich sagen? Survival ist ja immer so ein Ding von mir gewesen, ob jetzt Fallout 4 oder Skyrim. Aber diesmal sind wir auf einem Planeten alleine, auf uns allein gestellt, haben viel zu entdecken, laut Beschreibung, und wir müssen gucken, dass wir überleben. Ich bin gespannt auf die Atmosphäre, auf das Feeling, denn das Spiel verspricht sehr viel. Wir werden sehen. Nach dem Intro ist los. Bis gleich. Solus Project. Wie gesagt, ein Survival Sci-Fi auf einem fremden Planeten. Ich habe mal kurz reingeschaut, nur um die Grafik anzupassen. Das sind meine Settings. Super Sampling habe ich auf 60% gestellt. Denn ich brauche einen Spielraum, habe ich so die Befürchtung. Ich habe zwar trotzdem in-game 140%, was echt gut ist. Es sieht echt top aus. Mit einer guten Performance kann ich nichts sagen. So sollte es auch passen eigentlich. Ich bin gespannt. Ich habe echt überlegt, ob ich direkt ins Spiel einsteige oder das Tutorial starte. Ich bin der Meinung, wenn wir das Spiel an uns anschauen, dann komplett. Und zwar mit dem Tutorial. Let's do this. Welcome to Gliese 6143C. This is a complex and a large adventure. Take a moment to get familiar. Two movement modes are supported with motion controls. Locomotion walking and locomotion teleportation. Okay, wir nehmen Walking. Okay, ja, das können wir uns heute auf immer wieder anschauen. Items can be crafted by dropping one item on the ground and then aiming at it while holding the matching other. Items can be crafted by dropping one item on the ground and then aiming at it while holding the matching. A blue outline means the being scanned and it's inactive. An orange line means you are modifying it. Let us take a look at those two states. Gucken wir uns an. Okay. Hot trigger over the item to pick up. Okay. Hot trigger and circle to craft. Okay, wenn wir eins in der Hand haben. Aha. In your left hand you hold a PDA computer. Das sehen wir dann später. It displays most of your vital statistics. When using a gamepad, it can be raised with the right joystick and can be found on the PDA. Da kommt ein Planet uns näher. Halt Abstand. Genau, so sieht es aus. Wir haben also vier Stats. Gesundheit, Körpertemperatur, Kalorien. Okay, Wasser. Also das heißt, wir müssen essen und trinken und auf unsere Temperatur achten. Wie unsere Standardgesundheit. Schlafzeit. Wir brauchen also auch Schlaf. Zielentfernung. Okay, zu unserem jeweiligen Ziel. Außentemperatur der Umgebung. Luftfeuchtigkeit und Wind. Okay. A long-range teleportation item can be found in the world. When found, it allows you to throw a disc over obstacles or mark a location for far away from your current position. Once acquired, you can press the right trigger to fire the teleportation disc and then teleport with a drop item. Okay. Okay, so sieht es aus. Oh, da ist ein kleiner Bug. Werfe Disc, um Ort zu markieren. Teleportiere, um zu gelangen. Okay, wir können also fixe Punkte determinieren. Jetzt auf einmal auf Deutsch. Das Spiel wird nur nach dem Schlafen gespeichert oder wenn das Level gewechselt wird. Schlafen stellt Gesundheit wieder her. Die Menge hängt von der Schlaflänge und Qualität ab. Die Qualität und die Fähigkeit zu schlafen wird von dem Klima und der Bedingung des Schlafplatzes bestimmt. Die Zeit vergeht beim Schlafen. Du kannst sterben, wenn du an einem unsicheren Ort schläfst oder deine Stats niedrig sind. Typische Survival-Aspekte. Artefakte und besondere Ausrüstung von deinem Schiff verbessern deine Attribute. Erkunde die Welt, um sie zu finden und deine Fähigkeit zu erweitern. Im Stats-Menü kannst du deine aktuellen Upgrades sehen. Inventarplatz, Tauchzeit, Bewegungsgeschwindigkeit, Gesundheit, Fallschaden und Klimaresistenz sind erweiterbar. That was it. Und wieder Englisch. You are ready. Remember, you can scale difficult at any time during the game. Think before every action, because literally everything could kill you on this planet. Enjoy. Das werden wir auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, let's do this. Neues Spiel. Das ist mein Test-Stat gewesen. Nicht wichtig, wenn wir unser Hauptstat wird hier Speicherplatz 1 sein.
Im Jahre 2115 identifizieren Forscher eine gefährliche Klasse B-Stern, der in unsere Richtung reist, die Erde, und auch das Sonnensystem wird zerstört werden. Die Propolis-Schiffe startet 2149. Drei Risikolonie-Schiffe befördern Tausende zu einer sicheren Zone nach Pluto. 2151, diese Erde ist zerstört. Ohne Zufluchtsort wurde unsere letzte Ressourcen zusammengetragen und 5 Erkundungsschiffe zu 5 fernen Welten gesandt. Diese Pioniere unternehmen unsere erste intergalaktische Reise, um mutig dahin zu gehen, wo kein Mensch zuvor ging. Okay, I see. Typisches Sci-Fi-Szenario. 15 Jahre später. Mission TSP-3 erreicht Gliese 6143C. Wunderschönes Schiff. In Rot wird's mir besser gefallen. Aber es fliegt, macht seinen Dienst. Perfekt. Da landen wir jetzt scheinbar. Oh. Hast du gesehen? Da blitzt was? Da kommt. Ist das ein Bug? Da kommt was. Oh oh. Oh nein. Okay, so kann man auch landen. Jut. Das war's mit dem Schiff. Oh. Interkosmos? Kennen wir? Ich kenne mich aus. Hab das alles schon mal gesehen. Bei Interkosmos. Oh oh. Ja. Shit. Mach ich nie wieder. Irgendwelche Knöpfe zu drücken. Yuri, can you hear me? Okay, wir müssen hier raus. Panik. Jetzt bräuchte ich vielleicht Instruktionen, denn wir fallen sehr schnell. Das gefällt mir gar nicht. Hallo? Oh oh. Nicht gut. Katze. Hund, Hund. Oh Mann! Ja, wir sind unbeschadet, immerhin. Nett. Sieht's hier aus. Und Feuerwerk zu unserer Ankunft. Sind wir nicht alle Tage. Immerhin haben wir es heil geschafft hier runter. Das ist unser PDA. Schnell noch mal kurz zu meiner Befürchtung. The Solus Project, also ein neues Projekt, auch von mir. Ich habe nicht viel davon gelesen, bin aber gespannt, was die Beschreibung so bewahrheitet. Es ist ein Survival-Spiel, das heißt, ich bin mir nicht sicher, wie lange dieses Projekt gehen wird. Das Spiel sagt zwar 16 Stunden, wenn man rusht, aber wir wollen uns ja das Ganze anschauen und gucken, ob wir überleben. Denn unser Ziel ist es, nicht zu sterben. So gut wie möglich. Das könnte langwierig sein. Ich versuche es so spannend wie möglich zu gestalten. In diesem Sinne hoffe ich auf eine gute Zeit und wir setzen fort. Unsere Entdeckungsreise mit diesem PDA. Wir haben ja hier unsere 4 Stats. Kalorien, okay, wir sind gut gesättigt, gut Flüssigkeit intus, 37 Grad, top. Schlaf haben wir, Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit 35%, Windgeschwindigkeit 0,8, okay. Giftniveau 0, Luft, sehr gut. Was ist das? Körpernässe, Unterkühlung. Okay, dann haben wir hier, was ist das? Unsere Missionen, okay. Das da. Gesundheitslimit 600 von maximal 1000. Elementarlimit 12 von maximal 36 Bewegungen. Okay, das sind unsere Stats, die wir verbessern können.
Überlebe für Tage Zeit auf der Prolus-Flotte. Aha, und schlafen? Was ist das? Okay, das ist nur auf das Normale und das ist dann Schlafen. Schlafen wollen wir jetzt erstmal nicht. Wir müssen jetzt mal hier uns mal zurechtfinden. Musik hört man leicht, ein leichtes Score im Hintergrund. Da fliegt irgendwas runter. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier andere Lebewesen gibt, ob wir hier alleine auf dem Planeten sind oder auch Gefahren für uns da sind. Oh, man kann scannen. Fehler, Relais-Satellit außerhalb der Reichweite. Okay, was ist damit? Okay. Und dann können wir das nutzen. Wie können wir das jetzt fallen lassen? Ducken. Springen, okay. Oh, hört ihr die Turbinen? Erinnert mich voll an Lost. Wie kann ich das jetzt fallen lassen? Oder war ein Indikator? Wo war denn der gerade? Gar nicht mal so einfach hier. Ich hatte doch gerade so einen Indikator. Draufbleiben, oder was? Oder? Inventar. Können wir das da... Nehme ich es jetzt die ganze Zeit in der Hand, oder was? Was ist das? Ach, mit der Taste. Okay, dann versuchen wir jetzt kurz was. Ich nehme jetzt wieder das. Warum kann ich jetzt... Es ist ein bisschen tricky, würde ich sagen. Okay, man kann... Ich dachte, man könnte es jetzt kombinieren. Ach, draufbleiben. Aha, okay. Und dann hat man... Scharfer Stein. Okay. I see, so langsam komme ich drauf. Okay. Gut, was ist das? Zum Kombinieren. Aha. Zum Schneiden. Ah, okay, I see. Wir können also so mit unseren Sachen, die wir bauen, so nutzen. Gut zu wissen. Okay, jetzt gehen wir da durch. Oder erstmal kurz die Brille abgestürzt. Weil ich ja durch wollte. Probieren wir nochmal aus. Okay, ich kann ja nicht durch. Aber, ach so, ich muss ducken. Also physikalisches Ducken geht leider nicht. Schade. Aber ist jetzt weniger schlimm. Ich kann doch springen, ja. Da haben wir schon eine große Höhle. Rasse der Trostlosigkeit 1. Die Lensflare finde ich geil. Was ist das? Eine Wasserflasche. Und Konservendose. Die können wir kombinieren. Ah, um die Konservendose zu öffnen. Ist halt viel rumgewiggelt, glaube ich. Wasser und Nahrung, okay. Haben wir eigentlich noch genug? Wenn du dich in einer prekären Lage befindest, erforsche deine Umgebung und sammle alle nützlichen Gegenstände, die du finden kannst, bevor sie sich die Situation verschlimmert. Okay, kann man dich mitnehmen?
Scheinbar nicht. Finde so bald wie möglich eine Wärmequelle, frisches Wasser und Nahrung. Finde einen Ort, an der als Unterschlupf dient. Dein Verhalten in der ersten Stunde ist überlebenswichtig. Das ist wichtig. Das stimmt. Wenn man in so einer Situation ist, ist das Wichtigste erstmal die Lage zu sondieren. Sagen wir hier. Ein Rohr. Nehmen wir mit. Damit kann ich die Dinger öffnen. Na, kann man da. Nee. Ich frage mich, was die Öffentlichkeit über uns denkt. Dass wir ein Haufen faulenzender Schlafwissenschaftler sind, mit Flüssigkeiten in der Gravitationslosigkeit spielen und 15 Jahre lang Zeit verschwinden? Vielleicht halten sie das alles für einen großen Schwindel. Wir haben uns die Frage- und Antwort-Episoden angesehen und alles hat sich so vorgeschrieben. Vorschrieben. Und Kunst. Okay. Ich gucken uns nochmal hier kurz die Gegner an, die ganzen verschreuten Zettel. Ich habe Montserrat gesehen, wie sie den Text von einem Skript abgelesen hat, das Amon ihr gab. Offensichtlich geht es in der nächsten Episode um die Pioniere an der Solus-Schiffe. Als Isabelle und Hatim daran waren, bekamen sie kein Skript. Moon ist ein wenig unvorhersehbar. Es gibt so viele Dinge, die wir vom Prolos HQ aus nicht sagen dürfen. Jeder, mit dem wir reden wollen, muss eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen. Vielleicht hat Frederick recht und sie zensieren uns, aber er liebt seinen Alufolienhut einfach. Ja, so Verschwörungstheoretiker. Ja, also ich muss sagen, die Performance läuft an sich sehr gut. Ich hoffe auch bei der Aufnahme. Das muss ich dann gleich testen. Falls nicht, ja, wird spätestens in der nächsten Folge wieder rumjustiert. Ich auf so einen hohen Punkt. Wenn man eine Aussicht haben von dem, wo wir eigentlich sind. Und wenn man schon das Spring-Feature hat, bin ich der Meinung, dann sollte man auch erkunden können. Und das können wir, Gott sei Dank. Wir können hier uns frei rumbewegen. Das ist schon mal ein Plus. Um uns das alles von an einer erhöhten Position aus zu betrachten, wo wir eigentlich hier sind. Wir haben Wasser. Wissen nur nicht, ob es trinkbar ist oder nicht. Wir müssen das alles hier erkunden, meiner Meinung nach. Wir haben hier eine Höhle. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall einen Unterschlupf. Wenn wir in Sicherheit sind, haben wir eine Uhrzeit. Nein, haben wir nicht. Nur die Temperatur. 30 Grad. Nee, mehr haben wir nicht. Von da kommen wir. Nun gut. Wir gehen jetzt einfach mal hier die Strandpromenade. Da möchte ich auf jeden Fall noch kurz hin. Hier. Und wir gehen dann dahin, bevor wir uns den Zweig anschauen. Finde ich gut, dass ich hier mich frei bewegen kann. Müssen auf jeden Fall aufpassen. Wir haben ja sozusagen Fallschaden. Es wäre nicht schön, hier gleich zu sterben, nur weil wir ungeschickt hier umherwandern. Kurz von hier müssten wir eigentlich sehen, ob hier irgendwas Wichtiges, und zwar da unten, hier in diesen Muscheln. Ich glaube, da ist was. Wasser ist wichtig, da haben wir schon mal gut. Dann nehmen wir hier Nahrung, noch mehr Nahrung. Na, komm. Also, die Bedienung ist sehr gut, muss ich sagen. Trinken wir mal was. So trinkt man, okay. Das ist leer, die kann man wieder auffüllen, okay. Gib mir meine Stange wieder. Ja, die Bedienung ist echt sehr gut. Gefällt mir echt top. Es ist sehr einfach, selbsterklärend, muss nicht viel nachdenken, ist alles so sehr intuitiv. Für das, was man ja sagen muss, es ist kein exklusives VR-Spiel, es ist portiert. Was heißt portiert? VR-tauglich gemacht, würde ich eher sagen. Und es fühlt sich gut an. Also da habe ich schon schlimmere Beispiele gesehen, probiert. Da bin ich echt positiv überrascht, dass das Ganze so reibungslos funktioniert. Und nochmal auf hier, auf den Stein hier.
Ja, springen verbraucht Kalorien. Macht auch Sinn. Müssen wir mal gucken, dass wir bedacht, wie das Spiel ja schon von vornherein gesagt hat, mit Köpfchen agieren. Denn alles könnte uns hier umbringen. Wir müssen mit unserem Energiehaushalt sparsam sein. Hier haben wir Kanister. Ist da was drin? Theoretisch, Kanister sind immer irgendwelche Behälter. In diesem Fall nicht. Wir könnten sogar noch die Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen. Müsst ihr finden einen Platz für den Unterschlupf. Ach, da hinten. Also ich kletter noch mal kurz hier drauf. I need to report back to Prolo's command somehow. I'll have a look around and see if anyone or anything made it. Ah, es wird langsam dunkel. Wir haben hier Tag-Nacht-Wechsel tatsächlich. Das gefällt mir. Und es wird, ey, es wird richtig schnell kalt. Da sehen wir schon mal ein paar Inselgruppen. Eine Handvoll Insel haben wir zu entdecken. Auch mit, ich hoffe doch, mit verschiedenen Flora und Fauna. Vor allem Flora, weil ich nicht weiß, ob es hier wirklich auch anderes Leben auf dem Planeten gibt. Man könnte die Bewegungsgeschwindigkeit einen Ticken beschleunigen. Aber das lassen wir erstmal fürs Erste. Und gehen jetzt mal... Gehen mal zu unserem besagten Unterschlupf. Wir haben hier das Pflanzen. Okay, also interagieren kann man nicht, sondern nur mit einem Kontextmenü. Ja, drauf finden wir hier irgendetwas. Nee, aber wir können uns mal die Turbine... Oh, Steinschnuppen! Die Turbine anschauen. Aber ich würde nicht zu nahe hingehen. Nein, 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 nein. Wir haben noch Plusgrade. Noch. Das ändert sich demnächst. Oh, ich befürchte, dass... Oh, da haben wir was. Eine Kokosnut. Pflanze essbar. Nehmen wir. Danke. Wahrscheinlich müssen wir doch die Grafik ein bisschen runter drehen. Ich habe so die Vermutung. Ja, die Vermutung bestätigt sich. Wir gehen mal kurz ins Menü. Ich muss leider doch runterschalten und Walking Speed machen wir auf 80. So, müssen ja ein bisschen safe sein. Wenn es ruckelt, bringt niemand was. Die Nächte sind sehr kalt. Okay. Mal gucken, ob es ausreicht, wenn ich hier ein bisschen die Auflösung runterschraube, ob es dann weniger ruckelt. Was haben wir noch? 2,5 Grad. Körpertemperatur sinkt. Hier haben wir nochmal... Was? Okay. Das da. Öffnen wir gleich mal. So, jetzt können wir das nehmen. Warum? Ja, nur 12 von 12. Aber wir können den Stein da lassen. Nehmen dann das Wasser. So. Herstellung einer Fackel. Ah, baue ein provisorisches Werkzeug zum Schneiden aus Steinen. Aha. Schneide etwas trockenes organisches Material. Wickle das Material um eine Art Stiel. Gib etwas Öl drauf. Falls vorhanden, zünde die Fackel an. Okay. Unser erstes Crafting-Zeug. Okay, wir haben ja hier, was da? Das legen wir mal auf den Boden. Dann schneiden wir das. Ich dachte, man könnte es schneiden. Kann man nicht. Okay, dann müssen wir anderweitig suchen. Organisches Material. Nee, aber wir haben doch hier genug organisches Material. Verstehe ich nicht. Es wird immer kälter. Ja, Hammer. Ich habe ja schon einen Stick. Organisches Material. Könnte es sein? Inventory full. Inventory full. Ja gut, jetzt gehen wir einfach mal da rein. Finde einen Platz für einen Unterschlupf. Wo ist das? Ah!
zum Kombinieren. Organisches Material. Und schon haben wir einen Stick. So, und jetzt müssten wir es nur noch erzünden. Der Stein haben wir noch. Ja. Hier haben wir noch. Steine. Kalorien geht noch. Trinken. Trinke aus frischem Wasser. Ah, hier können wir trinken. Sehr gut. Das heißt, wir können hier auch kombinieren. Wir nehmen hier diese leere Flasche und haben wieder Wasser. Gut, wir haben aber immerhin hier schon mal Wasser. Hier könnten wir auch schlafen, denke ich mal. Minusgrade. So ein Lagerfeuer wäre nicht schlecht. Gehen wir mal zum Ziel. Wir haben hier... Mist, ist es kalt hier. Übelst kalt. Wir müssen irgendwie Feuer machen. Wir haben Feuer. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Wir haben hier ein riesen Triebwerk. Also, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Wirkte ergeben starke Wärme oder Kälte ab. Viel zu heiß, viel zu heiß. Komm. Ja. Geht doch. Sehr gut. Theoretisch könnten wir daneben kampieren. So hier, oder? Ja, hier ist doch ganz nett. Schön warm. Was doch. Finde Öl und verwende es mit der Fackel. Aha, hier haben wir Öl. Verwendbar. Dude, brauche ich nicht mehr. Finde Öl, verwende es mit der Fackel. Ja, braucht man nicht mehr, weil ich doch schon schlau genug war. Ich war ein Schlauberger und habe das on my own gemacht. Kann man das ausschalten? Nö. Ja, das kann man halt nicht skippen. Bisschen schade. Aber das heißt, nur beim nächsten Mal werden wir dann einfach dieses Ziel machen. Oder warte, wir machen es anders. Wir müssen Trick 17 nutzen. Und zwar ein bisschen verschwenderisch handeln. Wir lassen das jetzt mal hier auf den Boden. Mal gucken, wie lange das brennt. Wir haben hier nochmal einen. Oh, eine Verhungerung, okay. Muss mal wieder was essen. Echt da was? Nee, oder? Pilze. Was zum Schneiden? Leere Dose. Okay. Inventory full. Ja. Gib mir den Magic Stick. Ja, haben wir hier noch irgendwo? Ja, nee. Doch, da ist ein Gestrüpp. Würde mich interessieren, wenn wir das in die Dose machen. Brennbar zur Fackelherstellung. Okay, mehr nicht. Und da auch nochmal. Wir können einfach nur die Dose zum Schneiden nutzen, hieß es. Ich dachte, wir könnten das Zeug in die Dose reinmachen, um, keine Ahnung, Nahrung oder so
Aber ich denke mal, das Zeug verschwindet nicht einfach so. Okay, da ist es auch ausgegangen. Aber die Ressourcen sind echt knapp. Gut, dann machen wir das mal. So. Aber man muss es gar nicht mit Öl machen. So. Neue Zielpeilung. Erkunde. Ja, dann erkunden wir mal. Verbindung etabliert. Schwache Verbindung. Solus 3, this is Prolus Command, calling from Deck 50 of Capital Ship Opez near Pluto. Checking in for affirmative. We received jumbled emergency readings from the satellite relay right before your designated landing time. Is everything okay? Ooh. Your feed stopped a while ago. Das ist runtergeknallt. I don't want to panic you, but the other colony ships are getting antsy. If you succeed, we'll have a 15-year journey ahead. The team here are rooting for you. Prolus up. War das? Da ist auch irgendwas runtergekracht, das habt ihr doch auch gesehen. Verbindung verloren. Okay. Ja, ein Satellit umkreist ja den Planeten und deshalb ist ja klar, dass wir die Verbindung dann verlieren, wenn wir dann außer Reichweite sind. Aber diese Geräusche. Also eine sichere Nahrungsquelle haben wir noch nicht, aber dafür Wasser. Wir wissen, wo wir Wasser holen können. Nahrung noch nicht. Ist das da runtergefallen, oder? Oh, der ist da hinten. Wir gucken trotzdem safe halber mal da entlang. Was uns erwartet. Also bis jetzt passiert ja jetzt noch nicht viel, aber ich denke am Anfang ist es auch verzeihbar. Behalte deine Vitalzeichen auf dem PDA im Auge. Ja, ist alles top. Ist das noch verzeihbar? Oh, wie groß es ist. Gucken, ob da irgendwie ein End kommt. Na, dann können wir hier den Bereich abschließen. Ich befürchte, dass hier Ende ist. Ja, es darf am Anfang, darf es auch mal ruhig anfangen, ohne große Spannung. Hier geht es um Entdeckung. Oh, Musik. Und du hast es senkt deine Temperatur. Oh ja, gut zu wissen. Das heißt, wir versuchen nächstes Mal hier drüber zu klettern, würde ich sagen. Ist ja bestimmt möglich. Wie so eine Treppe sieht das aus. Wir gehen jetzt aber mal zum Signal. Solange wir noch Zeit haben. Oder vor dem Signal zumindest. Um dann einen glorreichen Abschluss zu finden für diese erste, für meinen Teil spannende Folge. Also ich bin echt positiv überrascht, muss ich schon sagen. Gefällt mir sehr gut. Grafik ist top. Ich denke mal von der Performance ebenfalls, das werde ich dann sehen. Aber ich schätze mal schon. Da stellen wir uns jetzt davor. Der Weg ebnet sich uns ja quasi. Was sind das für Geräusche? Ach, das da. Was ist das? Eine Pflanze. Essbar. Hey, was habe ich getan? Ich wollte es essen, nicht verbrennen. Wow, wow, wow. Brenne ich gerade oder warum ist es so heiß? Auf jeden Fall haben wir hier, glaube ich, Nahrung.
Ich hab einen Rucksack. Was war das da nochmal? Das war auch nichts. Leuchtfeuer. Okay, ja, da hinten müssen wir wahrscheinlich hin. Machen wir beim nächsten Mal. Ja, da ist irgendwas. Ich bin gehypt, aufgeregt. Bin gespannt, was uns erwartet. Ich hoffe, ihr auch. Auf hier machen wir erstmal Pause. Es wird wieder Tag. Passend zur zweiten Folge. Ab zur Atmung. Ja, so als Überlebender stelle ich mich doch eigentlich ganz gut an, würde ich jetzt sagen. Als Tag 1. Wir haben ein paar Ressourcen gefunden. Wasser auf jeden Fall, fließendes Wasser. Ein Satellit, der, glaube ich, abgestürzt ist. Und wir sind nicht alleine, zumindest auf dem Planeten, ja. Aber jemand passt auf uns auf, gibt uns ein paar Tipps. Das ist schon mal sehr gut. Wir müssen Nahrung finden. Und wir müssen die Insel noch ein bisschen mehr erkundigen. Auf jeden Fall ein toller Start für die erste Folge für das neue Projekt, beziehungsweise das Solus Project. Und ich bin gespannt, was uns noch erwartet. Ich hoffe, ihr seid dabei. Lasst ein Like da, kommentiert den Scheiß. Bis zum nächsten Mal, euer Enel Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.